herzlich willkommen zum literarischen Quartett heute von der Frankfurter Buchmesse. Und wie immer mit Christine Westermann. Hallo. Und Thea Dorn. Hallo. Und sie ist eine der erfolgreichsten deutschsprachigen Autorinnen der Gegenwart. Ihre Bücher sind in mehr als 30 Sprachen übersetzt worden. Sie ist Theaterautorin und Kolumnistin auf Spiegel Online und hat in diesem Jahr einen der interessantesten und besten Romane geschrieben. Grime heißt er, aus dem Post-Brexit-Europa. Ein kämpferisches, politisches, düsteres, aber irgendwie auch ein bisschen optimistisches Werk, empfehle ich sehr. Und in diesem Sommer hat sie einen Text geschrieben über ein Experiment, denn sie hat nach langer Zeit mal wieder einen Roman gelesen. Sie hat sonst, hat sie gesagt, Sachbücher gelesen, Informationen, das Internet gelesen, aber mal wieder einen Roman. Und was sie da erlebt hat, fand ich so schön, dass ich es gleich aufgeschrieben habe. Nach einem Tag hatte ich mich ans Lesen gewöhnt. Am dritten Tag geriet ich in einen Rausch. Und am Ende der Woche hatte sich mein Gefühl der Welt verändert. Ich freue mich sehr, einen Gast mit verändertem Weltgefühl bei uns begrüßen zu dürfen. Ist er wie für uns gemacht. Herzlich willkommen, Sibylle Berg. So, das war ein Roman und jetzt folgten noch in kürzester Zeit vier. Wie hat sich das Weltgefühl weiter verändert? Ja, es ist alles wieder zusammengebrochen. Mein Optimismus ist wieder leider... Sind wieder raus aus der Roman. Wieder weg. Ich bin wieder, aus der Romanwelt. Bin wieder bei Netflix. Was ist so schlimm am Lesen? Schlimm ist es eigentlich, wenn man so das Gefühl hat, man möchte jetzt unbedingt ein ganz großartiges Buch finden und man findet es nicht. Das war ein bisschen schlimm. Also ich habe sehr, sehr viel gelesen, angelesen, quer gelesen, ganz gelesen. Und wurde zunehmend verzweifelt. Aber echt? Wir wollen ja optimistisch sein. Genau, und versuchen die Verzweiflung, so über die Verzweiflung zu sprechen. Ja. In dieser Runde. Und es wurde auf dieser Buchmesse, aber auch jenseits davon natürlich seit letzten Donnerstag heftig gestritten über Literatur, über den Nobelpreis von Peter Handke und besonders heftig, nachdem jetzt am Montag der bosnienstämmige deutsche Autor Sascha Stanisic mit seinem Roman Herkunft mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet wurde und er in seiner Dankesrede Peter Handke und die Entscheidung des Nobelpreiskomitees scharf kritisiert hat. Die Frage ist seitdem, die sich alle stellen, hat Handke den Nobelpreis verdient? Was meint ihr darüber? Also zunächst mal finde ich das ein ziemlich exemplarisches Schlamassel, was wir da seit ein paar Tagen erleben. Also Peter Handke kriegt einen Nobelpreis, aus meiner Sicht völlig zu Recht. Ein anderer Autor, der ebenfalls zu Recht einen deutschen Buchpreis bekommt, schreit nun Skandal. Ein Kollege von uns kräht dazwischen, schallende Ohrfeige für die politisch Korrekten. Und schon haben wir irgendwie so eine obskure Mischung aus einer Literaturskandal, aus einer Soap, aus einer Politsoap. Und die Frage, die mich viel eher interessiert, ist, was für eine Art von Literatur steht hier auf dem Spiel, auf den beiden Seiten? Und ich glaube, dass Sascha Stanisic und Peter Handke aus sehr, sehr unterschiedlichen Gründen zum Schreiben gekommen sind. Ich glaube, für Peter Handke, der schreibt sein Leben lang, er hat ja sehr früh angefangen, mit Anfang 20, gegen diesen Skandal an, dass es überhaupt, was es bedeutet, als Mensch auf dieser Welt zu sein. Da ist man und da ist diese getrennte Welt, die ist irgendwie kalt, da redet nichts zu einem, da sind die Dinge abgenutzt. Und seit über 50 Jahren versucht dieser Mann, das gewissermaßen romantisch-poetische Wunder mit Sprache, die Dinge vielleicht doch noch zu öffnen. Ich glaube, bei Sascha Stanisic ist das Schreiben eher aus sozusagen einem politischen Zorn, aus einer Verzweiflung, aus der Erfahrung, vertrieben worden zu sein in seiner Heimat in Deutschland, dann sagen wir mal bestenfalls so halb willkommen gewesen zu sein. Und ich glaube, Sascha Stanisic würde vielleicht sagen, an dem Tag, an dem dieser verdammte Nationalismus überwunden ist, an dem der Rassismus überwunden ist, an dem Tag ist die Welt vielleicht gut und ich versuche mit meinem Schreiben was dafür zu tun. Und Handke würde sagen, nein, erst an dem Tag, an dem die Dinge wieder zu mir reden, an dem diese verdammte Distanz zwischen Mensch und Welt überwunden ist, an dem Tag ist vielleicht irgendwas gelungen. Und das ist auf so unterschiedlicher Ebene. Der eine geht existenziell, metaphysisch aufs Ganze. Der andere schreibt eher das, was Thomas Mann vielleicht Zivilisationsliteratur genannt hätte. Wir brauchen, ich würde sagen, beides. Also gerade in Zeiten wie diesen, wo die Welt mal wieder dabei ist, politisch durchzudrehen, würde ich einen
Zugang zu Literatur wie Stanisic ihn hat, nicht diffamieren, aber ich persönlich brauche auch diese andere Literatur, die sagt, es geht um Erlösung, es geht um metaphysische Themen, es geht um die prinzipielle Fremdheit des Menschen, jenseits von allem Politischen. Deshalb verstehe ich nicht, wieso man diesen Skandal jetzt so hochkocht, als dürfe es nur noch eine Art von Literatur geben. Aber sind das nicht alles irre große und irgendwie abstrakte Begriffe für in dem Fall doch relativ konkrete Vorwürfe, das heißt sozusagen Leugnung oder zumindest unwahrscheinlich, als unwahrscheinlich beschreiben eines Völkermordes, von Massakern, eine Verhöhnung auch von Opfern, von Zeugen, tatsächlich Literatur benutzen, um eine andere Wahrheit zu beschreiben. Das macht Literatur ja immer, aber in diesem Fall eine andere Wahrheit gegenüber einer tatsächlichen historischen Wirklichkeit und ist damit ja im Kern dieser Debatte, die wir in unseren Tagen auch haben. Was ist das, worauf wir uns verlassen können? Was sind die Fakten? Was ist die Wirklichkeit? Und er fing nicht damit an, aber die Verhöhnung der Presse, die Verhöhnung davon, dass es überhaupt etwas objektiv Beweisbares gibt, das war natürlich Teil des Schreibens und des poetischen Schreibens, aber in dem Moment, sobald er in einen Krieg einzieht, in diesen Massaker einzieht, wird Poesie einfach politisch. Soll ich auch eine Meinung haben? ich habe keine Meinung. Also ich folge da eigentlich eher den Menschen, die es betrifft und die es erlebt haben und die was dazu sagen können, wie eben Sascha, oder? Ich schließe mich dem dann an, weil ich denke, er wird wissen, wovon er redet. Ich weiß es nicht, ich weiß es nur aus dritter Hand, weil ich von Handke auch nicht viel gelesen habe. Und das, was ich gelesen habe, lag sehr weit zurück. Also es waren sehr frühe Sachen, wo ich dachte, er ist so ein schlecht gealterter Popliterat, weil alles, was danach kommt, finde ich unerträglich. Aber das ist auch nur so eine Privatmeinung, wo ich denke, irgendwie, ja, so ein Nobelpreis ist ja immer irgendwie, ein paar sind glücklich, andere nicht, aber ich folge da irgendwie wirklich den Leuten, die es angeht. Als Handke den Nobelpreis bekommen hat, habe ich sofort Spiegel Online innerhalb von einer Stunde habe ich gratuliert, auch geschrieben, es liegt irgendwie ein Schatten auf dem Werk Jugoslawien, aber dachte, was soll's, Jugoslawien 30 Jahre her und er hat einiges davon zurückgenommen und so. Und dann hörte ich die Rede von Stanisic und war tatsächlich auch beschämt davon, wie einfach ich es mir gemacht habe. Und ich glaube eben anders, als wie Sie es eben gesagt haben, es ist eben in dem Fall nicht so, der eine sagt, hier ist die Wirklichkeit, der andere ist die Lüge. Es gibt nun mal in diesem Fall einfach eine politische Tatsache und echte Opfer. Und der stärkste Satz von Stanisic war natürlich, ich bin froh, dem Geschehen entkommen zu sein, von dem Sie nichts wissen wollen. Also, das war schon toll. Ich gerne mal was als ganz normaler Leser sagen. Also nicht so belesen, was Handke angeht, wie ihr das seid. Ich musste in der Schule die Angst des Torwarts beim Elfmeter lesen. Ich kann mich an Publikumsbeschimpfung erinnern. Mir geht es ähnlich wie Sibylle Berg. Ich folge eher Sascha Stanisic. Aber ich möchte so gerne, ich weiß gar nicht, ob man für das Buch eine Lanze brechen muss. Ich möchte gerne, dass man bei all der Diskussion nicht vergisst, was für ein großartiges Buch er geschrieben hat. Ich finde das jedenfalls. Also du fandest damals im Quartett nicht so gut. Ich finde, es ist ein wunderbares Buch. Er erzählt von den Wirren des Krieges, wie er hier nach Deutschland gekommen ist. Er erzählt wunderbar von seiner Oma, von seiner Großmutter. Und die Jury hat ihn auch deswegen mit dem Preis ausgezeichnet, weil sie gesagt hat, er ist ein großartiger Erzähler. Und er, wie haben Sie es formuliert, er adelt die Fantasie der Leser. Und das finde ich, er traut den Leuten was zu beim Lesen. Und das finde ich, das ist doch eigentlich das, was am Ende übrig bleiben sollte. Ich weiß, ihr guckt mich jetzt an und sagt, oh nein, nicht. Ich finde das so, ich habe das Gefühl, in dieser ganzen Diskussion geht dieses großartige Buch ein bisschen unter. Ja? Das ist genau das, was ja Thea schon angedeutet hat, sozusagen, er macht den Zweifel stark. Obwohl er all das erlebt hat in dieser Herkunftsgeschichte, ist sozusagen der Zweifel, das Moment, das entscheidende Moment seines Buches und das macht das so lebendig. Und das kam bei Handke. Aber dass unterm Strich jetzt irgendwie Handke, dieses komische Label, da steht jetzt irgendwie ganz riesig Genozidleugner, so ein Warnstempel über den Büchern. Das hat Slavoj Žižek schon gemacht. Eben das. Also das aber hat er ja schon so ewig, wird man oder? Dem literarischen Werk von Handke doch, also wenn wir so anfangen, dann räumen wir, also dann eben hängen wir auch Nolde aus dem Kanzleramt ab, was ich auch eine schwierige Entscheidung finde. Dann räumen wir die halben Bibliotheken leer, dann darf kein Knut Hamsun mehr auf einer Messe in Regalen rumstehen. Also wenn ein Autor, natürlich ist das gefährlich, was der Handke macht, und wenn er sich ins politische Feld versteigt mit seinem poetischen Programm, kommt dabei zum Teil krachender Unsinn raus. Dem würde ich völlig recht geben. Aber deshalb zu sagen, dieser Mann darf keinen Nobelpreis kriegen, das ist der Schritt, den ich nicht mehr mitgehe. Das stimmt. Aber wie Politik und Literatur
Literatur zusammenwirkt, wie das in die Gesellschaft hineinwirkt und wie man das literarisch verarbeitet, das spielt irgendwie in allen vier Büchern eigentlich, über die wir heute sprechen, eine Rolle. Und die vier folgenden Titel sind diese. Norbert Scheuer, Winterbienen. Nick Durnaso, Sabrina. Nora Bossong, Schutzzone. Und Eugen Ruge, Metropol. Und der erste Roman, über den wir sprechen, der war auch für den Deutschen Buchpreis nominiert, stand auf der Shortlist und Christine Westermann stellt ihn vor. Und Christine Westermann hat ihn gelesen und sie hat ihn gern gelesen. Winterbienen ist der Titel und Winterbienen haben eigentlich nichts anderes zu tun, als im Winter dafür zu sorgen, dass ihr Volk, dass das Bienenvolk auch überlebt. Und genau das versucht Aegidius Arimond auch in den beiden letzten Kriegswintern 44-45 in einem kleinen Nest in der Eifel irgendwo nahe der belgischen Grenze. Er versucht zu überleben, er versucht die Bombenangriffe der Alliierten zu überleben, die Zerstörung, den Hunger, die Kälte. Und sein Tagebuch erzählt von diesen beiden Wintern, erzählt davon, wie er die Frauen liebt und wie die Frauen ihn lieben, erzählt von den epileptischen Anfällen, denen er nicht mehr Herr wird, von dem kleinen Geld, das er als Imker verdient und von dem etwas größeren Geld, das er als Fluchthelfer bekommt. Er hilft Juden über die belgische Grenze und transportiert sie in seinen Bienenkästen. Und das Tagebuch endet im Mai 1945, als also schon Frieden ist, als Winter und Krieg endlich vorbei sind. Und die Winterbienen haben überlebt. Was mit Aegidius Arimond passiert, das sollten Sie unbedingt selbst lesen. Und was mich an diesem Buch so, also es gibt vieles, was ich sehr mag, aber was mich an diesem Buch so begeistert hat, so still begeistert hat eigentlich, ist, wie leise jemand vom lauten Krieg erzählen kann. Mit einer Unaufdringlichkeit, so als wolle er auch gar nicht stören, so als wolle er einfach nur mal aufschreiben, was passiert ist. Er hat ja mal gesagt, der Autor, dass er in der Kneipe aufgewachsen ist. Und ich finde, das merkt man im Roman so ein bisschen an. Und zwar im Positiven. Wieso? Gesellig? Weil das ist so ein, ja, so ein Gesellschaftsroman, aber so das nebenbei Zuhörens von so Typen, von so Alltagstypen am Rande der Welt, würde man jetzt von Frankfurt aus sagen. Jedenfalls da in diesem Kaff. Das ist ja so der Ort, über den er schon, glaube ich, 9 Romane geschrieben hat. Und diese verschiedenen Charaktere fand ich großartig, weil ein reiner Held kommt überhaupt nicht vor. Zumindest nicht in der Hälfte des Gesellschaftsromans, über den wir jetzt sprechen. Auch der Juden rettet, tut es vor allem, um Geld zu verdienen. Aber es gibt natürlich noch den anderen Gesellschaftsroman, über den wir dann später auch noch sprechen. Und das ist der mich doch sehr auch an den mystischen Peter Handke erinnert hat. Und das ist der Gesellschaftsroman der Bienen. Aber das ist doch schön, wie ihr von den Bienen erzählt. Das ist super. Also aber Christine. Aber Thea, ist es nicht schön, dass du lernst, dass die Bienen... Unbedingt. Ich finde Bienen großartig. Ich kann Maya Lünde, das Leben der Bienen, ganz tolles Buch, großartiger Schmöker. Ich verstehe bloß überhaupt nicht, wieso mir in einem Roman gewissermaßen das ideal völkische oder das bienenvölkische Leben erzählt wird. In einer Zeit, in der die völkische Ideologie in Deutschland für einen Massenmord gesorgt hat. Ich verstehe nicht, wie das zusammengehen soll. Also ich habe mir mal so ein paar Lieblings... Aber vielleicht soll es nicht zusammengehen. Ja, naja, das ist genau das. Genau. Aber sagen wir mal so, das ist ja, das muss man vielleicht auch noch erwähnen, das ist ja angeblich authentisches Material. Also wenn das nicht auch eine wahnsinnig lustige postmoderne Trickserei ist. Der Autor erzählt uns am Schluss, dieses Material... Also ihm seien Briefe zugespielt worden, die tatsächlich in einem Bienenstock gefunden worden. Also es handelt sich wohl um eine authentische Figur, mit der er auch irgendwie verwandt ist. Und daraus baut der Autor nun einen Roman. Und wenn ich das als ein Zeitdokument auf der Sachbuchliste lese, kann ich sagen, mein Gott, was für ein interessantes, tragisches Dokument, dass ein Mensch, der nach der völkischen Ideologie, die in Deutschland tobte, Ausschuss gewesen wäre, weil er nämlich behindert ist, weil er Epileptiker ist, dass der das hohe Lied auf das Völkische im Bienenstock, die eben Tiere und keine Menschen sind, singt, wo dann so bewundernde Sätze kommen, wie von Bienen, die geschunden sind von der Arbeit für den Dienst, im Dienst für ihr Volk.
Oder er sagt dann, in einigen Völkern musste ich die alte, unfruchtbare Königin töten, denn es schadet den Guten, wer die Schlechten schont. Das sind alles die Sätze, die aber in Thea, Deutschland ich finde, Massenmord das, geführt haben. Ach, das, und der bewundert nun, bei den Bienen wird diese Ideologie verherrlicht. Aber Thea, das ist wirklich jetzt richtig, aus dem Zusammenhang gerissen. Nein, also, das ist der Zusammenhang. Nein, das ist er nicht, den sehe ich überhaupt nicht. Aber es ist dann, nein, das aber Thea, man kann natürlich auch das anders das Gegensatzpaar sozusagen. Natürlich wird hier sozusagen die Natur verherrlicht und solange es wissenschaftlich ist und solange die Bienen total präzise beschreibt, hatte ich sogar auch den Eindruck, habe ich sehr, sehr viel gelernt. Sobald es sie mystisch übermystifiziert, ist es tatsächlich ein bisschen Unfug. Also die Bienen bestrafen auch den Helden augenblicklich. Ja, manchmal geht es mit einem vielleicht ein bisschen durch, aber vielleicht hat er das gar nicht so gemeint. Frau Berg ist noch gar nicht so drin, dass sie sich hier reinbringt. Ich warte mal so, bis ihr ausgeredet habt, weil ich höre, ich bin. Mich hat das völlig ratlos gemacht. Ich dachte, what the fuck, sowas kommt auf die Buchpreisliste. Also ich möchte versuchen, freundlich zu sein, weil was ich, als ich hier zusagte, nicht bedacht hatte, ist, dass ich es eigentlich scheiße finde, wenn Autoren über andere Autoren und Autorinnen reden, aber jetzt sitze ich nun mal hier. Also das ging damit los, dass ich glaube, es sind 8 Eifelromane. Ich habe irgendwie erst mal eine halbe Stunde lang wackelte ich so hinher und aber dachte, jetzt bin ich im Schwung. Ja, ja, alles gut. Und dann dachte ich, vielleicht geht es Herrn Scheuer so wie Karl May damals. Die hocken irgendwo und denken sich dann so exotische Dinge aus. Entweder sind es bei Karl May irgendwie Wildwestgeschichten oder bei Herrn Scheuer sind es dann wieder mal Menschen, die Juden retten. Und ich denke, so viele Bücher, wo deutsche Juden retten, dann hätten wir das Ganze, wir hätten keinen Holocaust gehabt. Also das Ganze, also neben dieser Eifelverzweiflung hatte ich das Gefühl, das ist so ein Buch, das ist wie irgendwie eine Aquarellausstellung in einem Altstadt. Kaffee. Also irgendwie, ist ja schön, dass es das gibt. Ich muss es jetzt leider lesen. Es gibt andere, die werden es begeistert lesen. Die stehen auf schöne, konventionelle Sätze und saubere Geschichten. Und ich finde das alles korrekt, dass man das tut. Ich bin nicht so tief eingestiegen wie du mit den Bienenvölkern. Ich dachte nur irgendwie, was ist los? Welcher Grad an Verzweiflung aber ich verstehe das dazu? Nicht. Wo sehen Sie den Grad an Verzweiflung? Naja, ich meine, den Grad an Verzweiflung. Dass man vielleicht sowas schreiben will? Nein, irgendwie sowas als, oder sagen wir mal so, das als in Erwägung zu tun, als bestes Buch irgendwie, was gerade die deutschsprachige Literatur zur Verfügung hat, denke ich, entweder scheitert das an der deutschsprachigen Literatur, was wahrscheinlich anzunehmen ist, oder ich weiß es nicht. Also mich hat es ratlos gemacht, gar nicht wegen der Bienenvölker und dem Völkischen, sondern irgendwie... Haben Sie es gelangweilt beim Lesen? Unglaublich. Also ich bin vom Stuhl gefallen. Ich habe mich wahnsinnig gelangweilt. Ich habe meine Finger abgebissen. Also die sind jetzt Plastikfinger. Sie merken, ich komme in Schwung. Dabei ist es ja kein reiner Seelenjudenrettungsroman. Es kommen natürlich auch bösartige Leute vor, sozusagen gerade als Opportunisten kommen sie vor uns, die Apothekerfigur, die unseren Figuren, Helden lieber sterben lässt, als ihm das Medikament zu geben. Es ist alles korrekt. Ich dachte einfach, wir sind bewegen uns gerade wirklich in unfassbar stürmischen, anstrengenden Zeiten. Warum schreibt denn keiner über diese Zeiten? Warum schreiben wir denn, also Großteil viele Sachen, die ich gelesen habe, ich hatte irgendwie einen Stapel von 40 Büchern irgendwie, es ist alles irgendwie die Rettung in der Vergangenheit, die man schon einordnen kann. Das hat mich daran irre gemacht. Das stimmt. Und ich glaube, das ist ja auch das Grundthema des Buches. Es ist wirklich, und das finde ich, kann man natürlich auch kritisieren, natürlich ist es Eskapismus und die ideale Welt ist möglichst ohne Menschen. Und die ideale Welt ist die Natur und das sind die Bienen. Und das ist natürlich eine Art von Überidealisierung. Aber sie kommt natürlich aus unserer Zeit, aus der Überforderung von heute. Ist das natürlich so ein Buch die Reaktion darauf? Ich finde, das Scheuer auch die Fantasie
wie der Leseradel, weil ich sitze da und mache mir Gedanken, wer ist dieser Typ, wer ist dieser Egidio? Ja, ich lese Bücher anders als du, Thea. Also es ist, na, aber entschuldige mal die Frage, wer ist die Figur, stelle ich mir doch bei jedem Roman, oder? Ja, eben. Und bei dem, aber das stelle ich mir doch nicht nur... Nein, aber ich kann bei dem Typ, bei diesem Egidius Arimond, hat meine Fantasie viel Möglichkeiten, mir den vorzustellen. Der wird nie genau beschrieben, wie er aussieht. Man weiß, dass er der schreibt, dass ja die auch Frauen Tagebuch, ihn... Der schreibt doch nicht mein eigenes Tagebuch, wie ich aussehe. Doch, er schreibt zum Beispiel an einer Stelle, dass es... Warum nein, nicht? Aber du musst doch... aber das hat doch als Form... Also der Autor hat als Form für diesen Roman das Tagebuch, Tagebuchnotizen gewählt. Ja. Und das bringt es mit sich, dass nicht von einem Autor erklärt wird, wie die Figur aussieht. Nein, aber er sagt zum Beispiel an einer Stelle, meine schwarzen Haare werden am Rande schon langsam grau. Und dann denke ich, ah, guck mal. Ja, deswegen so, haben wir sehr verschiedene bei vielen. Wow. Ja, hey. Nein, natürlich haben wir bei vielen Tagebüchern Augenblicke einen Menschen vor Augen, sozusagen, ohne dass ich mich selbst beschreibe. Das ist ja nun aber auch. Aber ist es nicht eine Problem. Tolle Beschreibung, wenn einer erzählt, wie sehr die Frauen liebt und wie sehr er sich den Bienen hingibt, das finde ich großartig. Und vor allem, wenn er dann den Honig von den Brüsten leckt, das habe ich auch schon lange nicht mehr gelesen. Das habe ich mir gedacht, darauf habe ich gewartet. Das waren ja, und Frauen sind tatsächlich natürlich unglaublich viel übrig in dieser Zeit, denn die Männer sind entweder Nazis und auf Reisen oder Nazis und Soldaten und schon tot. Aber war es nicht so? So war es. Ich schätze, das war knapp vor meiner Zeit. Leute, lesen. Leute, das ist großartig. Leute, ach, wir sind bei Sibylle Berg und einem ganz anderen Buch. Wenig Text, kann man unterm Strich schon mal sagen. Ne, es ist, das ist das Gute dran. Das ist das Beste. Das ist das Beste an dem Buch. Nein, ich stelle das, soll ich das so halten oder wie macht man das hier? Das wird für Sie gehalten im Hintergrund. Ist das so eine Verkaufsveranstaltung? Das sieht gut aus. So, ich habe hier dieses Buch ausgewählt, das heißt Sabrina und ist von einem Autor, der heißt Donesso. Du hast es eleganter gesprochen, ne? Donesso. Donesso. Sabrina. Sabrina. Und dann dachte ich, okay, warum nicht mal ein Comic, die heute Graphic Novel heißt, was eigentlich nur heißt, es ist ein Comic in Buchform für Erwachsene, also auch für Erwachsene. Und ich bin relativ ungeübt im Comic oder Graphic Novel lesen. Das trainiert oder fordert irgendwie andere Synapsen im Gehirn heraus, weil irgendwie ich wusste erst Text, dann Bild. Irgendwie nach ein paar Seiten kam ich rein und es floss wirklich wie kann man dem sagen, wie ein Film, der aber intelligenter ist als ein Film, weil es eben doch andere Hirnareale aktiviert. Und das Buch geht vordergründig, oder ja, sagen wir mal so, es handelt eigentlich vordergründig von dem Verlust eines geliebten Menschen und dem, was übrig bleibt. Das ist der Mann, der seine Freundin verloren hat. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte war eigentlich, die ich so rausempfunden habe, oder das Gefühl, was ich hatte während des ganzen Buches, war irgendwie, du bist in einer fremden Stadt, die nicht sehr schön ist, hast was Schreckliches gegessen in irgendeiner Autobahnraststätte und liegst dann in so einem Zimmer, wo der Fernseher nicht geht und nur so Autolichter an der Decke sind. Das war so das Gefühl. Und jetzt kann man sich fragen, warum soll ich mir das antun? Nun, weil es gute Laune macht. Mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht, weil es sehr, sehr konsequent durcherzählt ist. Es hat irgendwie wenig Farben in dem Buch. Es hat unglaublich gut gemalte Bilder, die wirklich Kunst sind. Und es hat Drehungen, die wirklich so, wo ich dachte, wow, so kann man das machen. Also mir hat das, als ich einmal in diesem Rausch drin war, sehr, sehr gut gefallen. So, es hat mich wieder versöhnt ein bisschen. Ich dachte, ja, es müssen ja nicht immer Romane sein. Aber es ist schon das überraschendste Urteil. Erstens ein überraschendes Buch, aber dass es Ihnen gute Laune gemacht hat, ja. Das überrascht mich tatsächlich. Ja, Donesso ist Ende 20 jetzt und hatte eben auch eine
so eine völlig nachvollziehbare Jugend. Also der war irgendwie Außenseiter, fand die Schule irgendwie was, was man nur mit Drogen überleben kann, die alle nicht angeschlagen haben. Dann fing er an zu rauchen, hat es aufgehört, weil er Angst hatte, Krebs zu kriegen. Also er war eigentlich das, was ein Nerd ist. Er hat irgendwie Gesichter des Todes geguckt im Internet, als es das dann gab, hat irgendwie komische Musik gehört, saß im Keller und hat so vor sich rumgenördet, wo ich dachte, ja, da bin ich zu Hause, den verstehe ich. Solche Menschen wären dann entweder Serienmörder oder Künstler. Ja, und die Leute sehen ein bisschen so aus und wirken so, ich dachte so ein bisschen an Harry Potter und die Menschen, die von Dementoren ausgesogen worden sind, also die irgendwie so seelenlose und ihren inneren Kernen beraubte. Und diese Einsamkeit der Menschen, das ist schon ein Gefühl, das eine überwältigende Kraft, Ehrlichkeit, dann entfaltet. Und das Thema ist ja auch interessant, hat ja auch ein bisschen mit diesem Handke-Thema und den Fiktionen zu tun. Das ist ja das eines der anderen Themen ist auch, dass ein Protagonist an Verschwörungstheorien glaubt und sagt, es gibt eigentlich die uns erzählte Wahrheit stimmt nicht. Ich weiß die andere und alles, was von Konzern kommt, stimmt nicht, sondern ich habe eine private Verschwörungswahrheit. Und ausgerechnet der gerät dann genau in diese Welt hinein, die sich dann als bodenlos erweist. Und das ist, hat echt so eine gespenstische Sogkraft. Das ist ganz hübsch, dass, also es ist ja auch, wie wir sehen, irgendwie bei jedem Buch, jeder springt auf das an, was ihn angeht oder wo er sich zu Hause fühlt. Und mich hat viel mehr als die Verschwörungstheorien, hat mich dieses normale Leben fasziniert. Also so, dass wir eigentlich fast alle haben. Also aber so war dir das nicht teilweise zu plakativ? Also wenn, weil diese Bilder, mir ist dieser Bildstrich, oder wie man das nennen soll bei Graphic Novel, also das sieht doch so ein bisschen aus wie diese Sicherheitskarten im Flieger. Also diese ganzen Zeichnungen sind doch so piktogrammartig. Und mir ist das zu plakativ, wo ich also auf Seite 5 dachte, okay, mir soll eine leere, sterile Welt, in der lauter einsame Menschen sind und alles nicht seelenlos erzählt werden. Und das ist mir dann aber mit den Mitteln über dann doch 200 Seiten oder wie viel sind? 5000 Seiten irgendwie. Ich fand das dann oft, wo ich dachte, das ist mir aber dann irgendwie zu einfach. Dagegen ging es mir eher so, dass ich eben diese verschwörungstheoretische Geschichte, die fand ich einen wahnsinnig tollen Plot, wie auf einmal, also weil am Anfang ist völlig klar, du hast so einen Hassprediger, so einen irren Verschwörungsmenschen, der da eben seinen Hass per Radio auskippt, wie es die ja auch in Wirklichkeit in Amerika gibt. Und der Freund dieser verschwundenen, vermutlich umgebrachten Frau liegt da und hört sich Tag und Nacht diesen ganzen Mist an, der aus dem Radio kommt. Und plötzlich kommen auch noch E-Mails dazu. Und der Kumpel, bei dem er wohnt, der beim Militär arbeitet, was ein wichtiges Detail ist, der wird da mehr und mehr reingezogen, weil plötzlich werden die nämlich verdächtig, dass dieser ganze Überfall, die Ermordung der Freundin, Fake News sei. Und auf einmal fängt man sich selber, oder ich fing mich auf jeden Fall an zu fragen, weil dieser irre Verschwörer, der dann auch E-Mails oder Verschwörungstheoretiker sagt, naja, was ist denn jetzt Fake News und nicht Fake News? Erinnert euch doch mal an die Massenvernichtungswaffen, die Saddam angeblich gehabt hat, die die Politik behauptet hat. Erinnert euch damals bei Vietnam, Tonkin-Vorfall, war erfunden von der Regierung. Und auf einmal, der kann nicht mehr länger fürs Militär arbeiten, weil er selber plötzlich nicht mehr weiß, was er wem noch glauben kann. Ich meine, das ist doch wirklich nun wahrlich eins der Riesenthemen unserer Tage. Also wo hört gerade bei der medialen Übermittlung, wo hört die Wahrheit auf, fängt die Lüge an und umgekehrt. Ich, und das ich sag ja einfach, erzählt er schon toll. Du gehst einfach tiefer rein. Also genau. Wo fängt Christine Westermann an? Warte mal ganz kurz. Mich hat einfach wahnsinnig glücklich gemacht, dass eben das nicht steril. Also für mich ist es so irgendwie das Leben, was am Ende übrig bleibt. Also dass wir alle so rumschlurfen und das sind Wasserspender und Neonröhren und eigentlich ist das meiste, was wir uns mal vorgestellt haben vom Leben, löst sich nicht ein. Es bleibt ja irgendwie ein bisschen Routine und erbärmlich sehr oft. Und das fand ich sehr schön, auch durch, gerade mich hat die Abwesenheit von ausgemalten Gesichtern oder so nicht gestört. Ja, das ist nicht schwer auseinanderzuhalten. Ja, das wollte ich gerade, das ist das, was mich so faszinierte. Ich bin da ganz vorsichtig rangegangen und habe mich gewundert, wie wenig Sprechblasen da sind, also ganz anders als im Comic. Und gerade das fand ich toll. In den Gesichtern ist ja kein Ausdruck zu lesen. Es ist Pünktchen, Pünktchen, Komma, Strich. Und das, was du beim Lesen empfindest, das kannst du selbst in die Gesichter projizieren, in die Menschen. Und das fand ich so toll. Wenn da in einem Roman steht, er reagierte erschütternd.
erschüttert. Das steht da nicht. Du kannst dir überlegen, ist er erschüttert oder ist er nicht erschüttert. Das fand ich das Tolle, dass deiner Fantasie, vielleicht habe ich es heute mit Stille, es ist einfach sehr still um mich geworden, als ich angefangen habe, dieses Buch zu lesen. Und das fand ich sehr, sehr schön und das fand ich sehr wohltuend. Und ich bin da so ganz sachte und ganz sanft reingerutscht. Und was ich ganz schön fand, ist dieses letzte Bild oder die letzten Bilder. Mhm. Da radelt die Schwester der ermordeten Frau, radelt ins Grüne. Und ich fand das so gut gemacht, dass du dann noch mal praktisch Zeit bekommst, dass sich alles setzen kann, dass man alles noch mal sich in Ruhe überlegen kann. Und das war, also es ist meine erste Graphic Novel. Ich fürchte, es wird meine letzte sein, aber ich fand das toll, dass Sie das vorgeschlagen haben. Also ich würde sagen, depressive Teletubbies auf hohem intellektuellen Niveau. Gut, nehmen wir es mal so. Bin gespannt, was jetzt wie wir jetzt Ihr Buch bezeichnen werden. Ja. Da geht's mal richtig in die Welt, genau. Nicht hier zu Hause rumhängen. Ich stelle vor von Nora Bosson, Schutzzone. Sie ist eine deutsche Autorin aus Bremen, Jahrgang 1982, zählt also tatsächlich noch zu den jüngeren Autorinnen. In diesem Buch ist die Hauptfigur Mira Weidner. Sie arbeitet für die UNO und gleich ihr erster Auslandseinsatz führt sie mit Ende 20 nach Burundi. Und zu dieser Zeit ist der Bürgerkrieg, Völkermord im benachbarten Ruanda gerade mal 20 Jahre her. Dieser Völkermord hat auch seine Spuren in Burundi hinterlassen. Und Mira reist über die Dörfer, um die Menschen dort zum Erzählen der Opfer, aber eben auch Tätergeschichten zu bringen. Die UNO möchte nämlich eine Wahrheitskommission einsetzen, nach dem Vorbild, das es in Südafrika damals gegeben hat, nach dem Ende der Apartheid, wo man auf diese Weise hoffte, und es war ja auch erfolgreich, man könne Rache für alte Verbrechen aus der Bevölkerung heraus verhindern, die dann eben zu neuen Verbrechen werden. Diese Mission scheitert allerdings. Dann auf der zweiten Zeitebene erleben wir Mira in Genf, wie sie vorbereitet die Friedens- bzw. Wiedervereinigungsverhandlungen auf Zypern. Auch diese Mission scheitert. Es geht in diesem Roman also um die großen Fragen, um Krieg, Frieden, Wahrheit, Versöhnung, Gerechtigkeit. Und zwar geht es das aber nicht nur auf dieser großen weltpolitischen Ebene, sondern auch auf der privaten. Es gibt einen zweiten Handlungsstrang. Das ist eine, wie soll ich sagen, erschütternd hoffnungslose Liebesgeschichte zwischen dieser Mira und dem 8 Jahre älteren Milan, in den sie vielleicht sogar schon als Mädchen verliebt gewesen ist. Sie trifft ihn dann viele Jahre später eben in Genf wieder, nur da ist er blöderweise halt schon verheiratet und hat einen Sohn. Ich fand diesen Roman großartig, weil ihm was gelingt, was nur ganz selten gelingt. Ich finde, er bleibt zu ziemlich jeder Zeit auf dem schmalen Grat zwischen Idealismus und Desillusionierung. Ich finde, sie kriegt die schwierige Frage, wie schreibe ich ein Buch, das poetisch ist, aber auch sich politisch engagiert positioniert hin. Das Buch ist weder zynisch noch moralisierend. Und sie führt uns zum Beispiel den Gestus in diesem UNO-Milieu der Weltverbesserer, Weltretterer, sie führt uns den vor als Leute, die es ja noch nicht mal schaffen, ihre eigenen Familien, ihre eigenen Lieben zusammenzuhalten. Und trotzdem denunziert sie diese Figuren überhaupt nicht. Sie sozusagen zeigt, dass die UNO manchmal einfach auch nichts kann und trotzdem die beste Idee ist, die die Menschheit bisher hatte. Für mich ist das eine Neuerzählung des guten alten Mythos von Sisyphos. Es ist wirklich mit einer tiefen Wucht erzählt, es ist mit einem großen Gespür für die Gegenwartspolitik und das alles auch noch aus der Perspektive einer jungen Frau. So gesehen hätte dieses Buch für mich ganz klar den Buchpreis in diesem Jahr gewinnen müssen. Ich frage mich da immer vor allem, wann du atmest. Aber Wucht, ja. Ich habe meine Stimmausbildung gemacht, ich muss nicht so viel atmen. Wucht, also gerade von Wucht habe ich bei dem Buch wenig gespürt, aber von dem Ehrgeiz tatsächlich sehr, sehr viel. Es ist ein bisschen so die große Schwester vom Anspruch von dem Buchpreisgewinner von vor 2 Jahren, die Hauptstadt von Robert Menasse, wo es um Europa ging und auch die Emsigkeit der EU-Beamten. Aber da war der Impetus des Buches eher so, was für Helden und sie erreichen auch was. In dem Fall stimmt es schon, Idealismus kommt vor, aber nur als komplette Vergeblichkeit. Ja, der Fels Sisyphus wird immer wieder nach oben gewälzt, aber die Vergeblichkeit ist dem Buch von vornherein eingeschrieben und das führt dann ja auch zur Verzweiflung dieser Menschen.
Und mir ist das einfach sehr abstrakt. Erstmal theoretisch bin ich froh, die deutsche Literatur geht raus, die Welt politisch und sieht sich die Welt an und schreibt dann ein Buch darüber, aber es ist einfach sehr abstrakt. Und gerade diese Wahrheitskommission ist ja eigentlich so ein zentrales, poetisches, aber auch wirkliches Zentrum dieses Buches. Da wäre ja der Moment gewesen, genau Literatur stark zu machen, denn genau das ist ja Wahrheit, wie bei Handke, wie bei Stanisic, ist natürlich da die Wahrheit der Einzelnen, der Erlebenden, und das kommt, die Geschichten der Menschen vor Ort kommt sehr, sehr wenig vor. Es kommt eine richtig starke vor, Aimé, dieser Warlord, dieser General, und der trägt letztlich die Botschaft dieses Buches, so wie ich es verstanden habe, weil er so stark ist. Das ist erstens vergeblich und zweitens verlängert er auch noch den Kolonialismus der Vorzeit jetzt unter umgekehrten Vorzeichen. Bleibt für mich aber so etwas thesenhaft. Wer von den professionellen Kritikern dieses Buch gelesen hat, der hat immer dazu geschrieben, große Literatur, aber es ist anstrengend zu lesen, als ob anstrengend schon irgendwie ein Gütesiegel ist. Literatur ist, wenn es anstrengend ist. Dreimal anstrengend ist dann schon gleich Kandidat für den Nobelpreis, also um es mal ein bisschen überspitzt zu formulieren. Ich fand vor allen Dingen gleich den Anfang anstrengend. Erste Seite, das geht über 17 Zeilen ohne Punkt und ohne Komma und erzählt von dem Hotel Beau Rivage in Genf, wo ja die Vereinten Nationen jedenfalls zum Teil sitzen. Und da wird von Molière erzählt und von der entsorgten Badewanne von Uwe Barschel und von Zedernholzfiguren und von westlicher Dekadenz. Und ich frage mich, wo will sie eigentlich mit mir hin? Habe das Buch zugemacht, habe mir ein bisschen Zeit gegeben, habe von vorne angefangen. Da hatte ich aber die letzte Seite noch nicht gelesen. Da waren es 25 Zeilen ohne Punkt und Komma. Und ich fand es wirklich anstrengend zu lesen. Ich fand es anstrengend und ich fand... Ja, aber anstrengend kann doch schon auch herrlich sein. Also aber wenn sich anstrengend mit Plattitüden verbindet, und ich habe mir eine aufgeschrieben, da muss man gar nichts vom Inhalt wissen. Die Hitze und der Staub und die Abgase des rostigen Mofas, das neben mir herfuhr, dicht, zu dicht. Manchmal ist einem alles zu dicht, dabei ist es unsagbar weit entfernt. Ich habe es aus dem Zusammenhang gerissen, aber ich finde... Aber mit Freude. Mit großer Freude, ja. Also das finde ich, ich könnte noch so weitermachen, aber ich möchte lieber Sibylle Berg hören. Ja, mir ging es schauderhaft. Ich habe hier wirklich, als ob ich geisteskrank wäre, was ich vielleicht bin, Zettelchen mit furchtbaren Sätzen reingeschrieben, reingeklebt. Mit schönen Sätzen auch? Nein. Also ich... Die Gedanken dabei waren, warum soll man das lesen? Warum soll man nicht irgendwie einen schönen Artikel darüber lesen? Weil UN und UNO und Hilfswerke, alles spannende Themen. Warum muss das durch diesen persönlichen Filter laufen, der nicht besonders originell ist? Also es kommt da keine Bereicherung, finde ich. Ich habe dann irgendwann in der Hälfte des Buches, nach dem 800. manischen Zettelchen, dachte ich, oh, ich kenne doch den Namen, war das nicht? Und es stimmt, die Autorin hatte auch mal Rotlicht geschrieben, ein Buch, was mich irrsinnig aufgeregt hat, da ging es um Prostitution. Also jetzt wollen wir nicht zu diesem anderen Buch, aber es war das Gleiche. Es war damals erlebt, ich wie so ein Verrat an den Frauen, die in dem Gewerbe arbeiten, weil da geht einer so ganz mutig raus und es kommt nichts dabei raus, oder? Und so ging es mir auch. Ich habe irgendwie, es ist alles mega fleißig. Es ist so fleißig, dass du denkst, oh, mir rennt der Schweiß runter, wie fleißig das ist. Dazu irgendwie denke ich mir immer, wenn du was sagen willst, schreib es doch auf. Mach doch nicht, erfind doch jetzt nicht so eine geschwurbelte, irgendwie effekthascherische Kunstsprache über 5 Seiten einen Satz, und der ist nicht gut. Es geht nicht um Anstrengung. Also ich finde Anstrengung immer toll, wenn du irgendwie etwas begreifst, irgendwas Neues, wenn du irgendeine neue Sicht auf die Welt kriegst. Das ist alles irgendwie durch einen Filter, der mich null interessiert. Das interessiert mich. Das ist ja dein gutes Recht, dass dich der Filter nicht interessiert. Aber zu einem Beispiel, um anschaulich zu machen, was sie da schafft auch. Mhm. Also erstens mal, also jetzt die Sehnsucht danach, was kommt dabei raus? Also ich meine, wenn wir uns auf der Welt umschauen, ist die einzig realistische Haltung, die man haben kann, die in diesem Buch vertreten wird, es kommt eben nichts dabei raus und wir machen trotzdem weiter. Also der große Gründungsanspruch der Vereinten Nationen, der UNO, des Völkerbunds war nie wieder.
Und das finde ich unglaublich toll, wie Nora Bossong zum Beispiel beschreibt, die Bilder der verschiedenen Kriegsverbrecherprozesse über die Jahrzehnte, von Nürnberg bis Den Haag. Und sie sagt, vor jedem Prozess wird mit riesigem Pathos das nie wieder aufgerufen. Und wenn wir uns anschauen, wie immer neuere technische Modelle der Dolmetscher-Kopfhörer, sehen wir, wie es durch die Zeiten geht und das nie wieder eine hohle Phrase ist. Weil ich sehe die alten Modelle da, ich sehe auf dem nächsten Bild, das ist doch ein unglaublich tolles Bild. Das und sie hat ein schönes Bild, wenn sie das irgendwie so erzählt hat, wie du gerade das sagst. Ja, aber ich habe das aus diesem Buch oder so eine Beobachtung, wo sie, einer ihrer Kollegen sagt, wenn ich hier in Genf durch die Räume, die Gänge der UNO gehe, höre ich immer das Rascheln, weil die alle glauben, sie wären mindestens der Erzengel Michael, der den Teufel gestürzt hat und es wäre das Rascheln von Flügeln und dann drehe ich mich um und sehe nur schlecht sitzende Anzughosen. Das sind doch unglaublich tolle Beschreibungen. Also deshalb, ich vermute mal, dass es bei euch eine Gereiztheit, ich gebe euch direkt, Nora Bossong schreibt sehr, sehr lange Sätze. Und in denen bringt sie alles unter, von der Delizie bis... Ich möchte aber auch kurz, wir haben aber auch eine Hälfte hier noch gar nicht besprochen, die fand ich zum Beispiel richtig stark in dem Buch und das ist die Auswirkung von dieser Verzweiflung auf diese Menschen, auf dieses Liebespaar und diese, und das hat für mich eine menschliche und literarische Kraft, mal, die mich erinnert hat, sehr stark an Sabrina. Da dachte ich, warum ist da jetzt noch ein Liebespaar? Das habe ich genau. Also warum, langt das nicht, da ist die ganze Welt in Schutt und Asche. Das ist doch die Story, was macht das mit uns, was macht das mit diesen Menschen? Ja, als ob es nicht Interessanteres gäbe als Liebesgeschichten. Nee, aber, dann wird es unerträglich kitschig. Aber in Sabrina darf der in seinem Zimmer sitzen und tagelang irgendwie rumliegen, weil ihm seine Liebste abhanden gekommen ist. Ja, da geht es einfach um andere Sachen und da nicht. Das ist sie ist in der Wahrheitskommission, weil sie so gut mit Leuten, weil sie so gut zuhören kann und weil es ihr dadurch gelingt, dass sie viel rauskriegt. Ich frage mich, worüber reden die beiden, also dieses Liebespaar? Es ist unsäglich langweilig, finde ich. Und kitschig einfach. Ja, also wenn das dann so, wenn man denkt, toll, Frau geht raus in die Welt und dann bleibt eine kitschige Liebesgeschichte übrig. Aber was ist denn an dieser Liebesgeschichte kitschig? Das ist sozusagen eine Frau, die in diesen komischen Expat-Enklaven hockt, die auch wunderbar beschrieben sind, dieses absurde Milieu. Die sitzen da in ihren gepanzerten, irgendwo in Burundi. Und liegen am Pool. Ich meine, das ist eine neue Erkenntnis. Saft in der Glas, in der Hand mit dem Saftglas und drumherum sind sie gepanzert und dann kommen eben bei sowas Liebesgeschichten auch zustande zwischen den sterilen Gängen im Borivage oder in New York im Palais des Nations und in Burundi. Und auch diese Nüchternheit zu erzählen, diese eine Szene, wo der Verrat, also wenn der Ehemann, der den Sohn hat und die besichtigen mehr mit seiner Geliebten zusammen die Wohnung und der Maklerin gegenüber tun sie so, als sei sie dann auch die Mutter des Kindes, wo es um das Kinderzimmer geht. Das ist doch großartig beschrieben, wenn eine Frau die Einheit sagt, das Pathos hat, ich will eine Wahrheitskommission in Burundi aufbauen und dann spielt sie die mieseste Form von Betrug mit im Kleinen. Und dann kommt bei einer Liebesgeschichte kommen Sätze raus wie der hier. Manchmal sind wir sogar glücklich und dann geschieht etwas und man stellt alles in Frage. Man verliebt sich, nicht oft, aber es kommt vor. Da kann ich nur sagen, Chapeau. Christine, was meinst du? Ja, aber man kann natürlich so oft jetzt, also wenn man die Opfer von schlechten Sätzen, da dachten sie heute, Sätze, über heute die über 17 Zeilen gehen, sind hier zu lang und die sind jetzt irgendwie sind zu banal. Blumig, nicht recht. Das ist aber auch schwierig. Ja, super schwierig. Ja. Und wir kommen jetzt zu einer ganz anderen Wahrheitskommission. Haben wir das richtig gut ausdiskutiert jetzt? Dann gehen wir mal weiter. Gehen wir mal weiter. Nach Moskau ins Jahr 1936. Oh, hier leuchtet's. 1936 beschrieben von einem Mann, den viele von Ihnen schon kennen, heißt Eugen Ruge. Und 2011 hat er den Deutschen Buchpreis für den Roman In Zeiten des abnehmenden Lichts erhalten. Das war schon seine fiktionale, aber doch Teil seiner wahren Liebesgeschichte über ein kommunistisches Leben in der DDR, in Ostberlin. Und dies jetzt in Metropol ist, könnte man sagen, so das Sequel oder die Geschichte davor einfach noch so draufgepappt. Aber ich finde es noch viel dramatischer, denn es ist die Geschichte einer Person, der Großmutter, die Ähnlichkeit hat mit der Großmutter von Eugen Ruge, Kommunistin, Spionin, geht 1936, verlässt Nazi-Deutschland in vollster kommunistischer, stalinistischer Überzeugung, um mitzuwirken am Aufbau der besseren Welt und gerät nach kürzester Zeit in das totale Desaster der Säuberungsprozesse, der stalinistischen Säuberungsprozesse
von denen sie erst nichts ahnt. Sie wird zusammen mit ihrem Mann, einem weiteren Spion und überzeugten Kommunisten, übergesiedelt in dieses fantastische Luxushotel Metropol. Und dort spielt sich dann Ungeheuerliches ab, denn das entwickelt sich zu einer Art Wartesaal des Todes. Alle 2, 3, 4 Tage, man weiß nicht wann, man weiß nicht wer, verschwinden Menschen, die vorher vor Gericht die ungeheuerlichsten Verbrechen zugegeben haben. Und das ist eine Familiengeschichte und eine politische Geschichte, aber auch, wie konnte ich jetzt hier den Faden verlieren? das Verrückte an der Geschichte ist, dass trotz der Ungeheuerlichkeit, die in diesem geschlossenen Weltbild in dieser Frau vorherrscht, an die sie glaubt, den Stalinismus, trotzdem zweifelt sie bis zum Ende eher an sich als am Stalinismus. Und das mag man theoretisch schon gewusst haben, praktisch im Roman geschrieben, fand ich das unglaublich eindrucksvoll. Ich fand das auch unglaublich eindrucksvoll. Er schreibt vorne im Klappentext, die wahrscheinlichen Details, also der Autor Eugen Ruge, die wahrscheinlichen Details sind erfunden, die unwahrscheinlichen sind wahr. Und es klingt alles so unwahrscheinlich. Und es ist, du sitzt da und aus jeder Zeile in diesem Buch kriegt die Angst. Und dieser Roman darüber, was Menschen zu glauben bereit sind, zu glauben imstande sind. Also diese Charlotte, die sich wirklich selbst verleugnet, die im Winter in Moskau sich Schuhe machen lassen will, also sie hat so Sommerschuhe, und kauft sich Schuhe und stellt fest, die sind aus Plastik, aus Papier, und ist empört und will sich Schuhe machen lassen, aber es gibt kein Material für die Schuhe. Und irgendwann findet sie am Stadtrand noch einen richtigen Schuster, also einer, der nicht für alle arbeitet, sondern eigentlich im Geheimen noch richtige Schuhe herstellt. Und sie macht sich die größten Gedanken, dass sie dem Geld gibt und sich Schuhe für sich ganz alleine herstellen lässt und nicht die Schuhe nimmt, die alle anderen auch nehmen müssen. Und da wird dir an so kleinen Geschichten, und davon hat er viele drin, wird dir der ganze Irrsinn bewusst. Ich fand, es war ein großartiges Buch. Es ist ein tolles Buch. Oh. Madame, nein. Ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe, oder? Ich fand am Anfang, ich gehe einfach stilistisch da rein, war es einfach wieder sehr konventionell, ein bisschen langweilig, ein bisschen langatmig. Dann wechselt die Perspektive irgendwann und es wird aus Frauensicht erzählt. So habe ich es verstanden. Ich weiß nicht, ist es richtig? Ich habe das studiert. Und dann gewinnt das irre an Fahrt und wird irgendwie lebhaft und humorvoll und sehr schön. Dachte ich, was sagt uns das? Dann kann ich nur dazu sagen, es ist einfach ein intelligentes Buch. Du merkst, dass der Autor intelligent ist, ein angenehmer Mensch, mit dem möchte man Tee trinken. Ich fand es auch sehr, sehr interessant. Also es geht einfach über so eine reine Wissensbehauptung oder irgendwie Wiki abschreiben sehr, sehr hinaus, weil der weiß, wovon er redet. Und das war relativ interessant und großartig. Ah, und dann, ich weiß nicht, was so irgendwie der gute Link zu heute ist, ist ja irgendwie dieses Warten oder dieses Hoffen, irgendwie mich wird es nicht erwischen. Draußen sind Feinde, die anderen werden abgeholt und verschwinden. Und das hat ja ein bisschen was abgemildert zu der Situation, in der wir heute leben. Also wo sich viele Juden fragen, irgendwie ist es hier noch sicher, wo Menschen, die irgendwie auf Todeslisten stehen, sich fragen, sollen wir das Land verlassen oder wird es gut ausgehen? Und das fand ich so ein bisschen das Beklemmende. Also wenn wir, während wir hier sitzen, irgendwie sind hier um die 46 neue rechte Verlage auf dieser Veranstaltung. Vielleicht wären es im nächsten Jahr schon 500 sein, man weiß es nicht. Also das war so ein bisschen der Schluss, wo es einem so kalt wird, oder? Also diese Normalität des Wartens und sich Einredens, es wird schon irgendwie gut gehen oder vielleicht doch nicht. Das war ziemlich großartig. Genau, weil das in diesem großartig. Buch eben auch so hineinschafft. Am Anfang scheint diese Welt ja auch irgendwie ganz normal zu sein. Und sie denkt, ein Hotel, was mag das bedeuten? Wird schon was bedeuten.
als ich zunächst gehört habe, wir sollen, ich glaube, es ist der dritte Roman, seitdem ich im Quartett bin, wo es um die stalinistischen Schauprozesse geht, wo ich dachte, oh je, schon wieder ein Roman darüber. Wir hatten Arthur Koestler, Sonnenfinsternis, wir hatten bei Julian Barnes den Schostakowitsch-Roman, dann gibt es noch von Jenny Erpenbeck, Aller Tage Abend. Also es erscheint irgendwie jedes zweite Jahr ein Roman, der sich mit diesem ungeheuerlichen Vorgang, wo ein Prozess, der jegliche Proportion verliert, der nichts mehr mit Rechtsstaatlichkeit zu tun hat, sich vor gewissermaßen der Weltbühne abspielt und diejenigen, die aus kommunistischer Sicht verstrickt sind, weil sie auch gute Genossen sind, sich gegen jegliche Wahrscheinlichkeit einreden, dass das hier alles schon noch irgendwie mit rechten Dingen zuginge. Und aus der Tatsache, dass man das Buch, weil ich habe das völlig anders gelesen als du, offensichtlich sehr unterschiedlich lesen kann, spricht wahrscheinlich dafür, dass es ein sehr, sehr gutes Buch ist. Mir ist es bei einer anderen Stelle kalt geworden. Und zwar, also ein zentrales Thema ist ja, Christine Westermann hat es ja auch schon gesagt, diese Charlotte, die zweifelt an diesen Prozessen. Die erlebt, wie ehemalige Freunde, Genossenfreunde von ihr verschwinden, die auf einmal denunziert werden als Köpfe der faschistisch-trotzkistischen Verschwörung. Und die sich auffragt, ist das denn plausibel, dass einer, der als Jude aus Deutschland geflohen ist, jetzt der Kopf einer faschistischen Verschwörung ist? Das macht doch nicht viel Sinn. Und sie weiß aber, ich darf nicht mehr zweifeln, weil jeder, der zweifelt, ist schon der Verräter, der Klassenfeind, der Böse. Und für mich ist die beklemmendste, stärkste Stelle gewesen. Das ist eine historische, das entspricht den Tatsachen. Leon Feuchtwanger war eingeladen im Winter 36/37 von Stalin und war auch eingeladen, an diesen Prozessen teilzunehmen, sich das anzuschauen. Und Feuchtwanger schreibt eine Eloge, die kann man eben auch historisch in Dokumentarbüchern nachlesen, wie rechtmäßig und toll diese Prozesse wären. Und was passiert dann mit Charlotte? Die sagt, naja, wenn ein so feiner, unabhängiger, freier Kopf wie der Feuchtwanger, der ja noch nicht mal wirklich Kommunist ist, der nicht abhängig ist von der Sowjetunion, wenn der sagt, das geht hier alles mit rechten Dingen zu, wer bin ich, kleines Licht denn dann, dass ich noch zweifeln darf? Und wenn wir uns auf einer ganz anderen Sektor unserer heutigen Debatten, wo jeder, der einen Zweifel formuliert, als Leugner niedergebrüllt ist, ich meine natürlich auch die Klimadebatte, wo jeder niedergeschrien wird, der auch nur eine Frage zu stellen wagt, ob ein Wandel eine Katastrophe ist, sofort dem gesagt wird, dir fehlt das richtige Bewusstsein, lass deine Zweifel, du bist ein Leugner. Da lief es mir beim Lesen kalt den Rücken runter zu sagen, dass der Ruge ein Buch darüber geschrieben hat, wo wir sehen, wenn uns nicht mehr erlaubt wird zu zweifeln, wenn eine die Wahrheit dogmatisch, und das ja gewissermaßen ist uns da ein Konzept unterlaufen, in eigentlich allen Büchern in dieser Sendung geht es um diese Wahrheit, Lüge, wo ist der Zweifel das Vernünftige und wo ist der Zweifel das Irre? Ja, und ich bin schon überrascht, dass ihr diese irre Figur Feuchtwanger, die hier auftritt und die wirklich eigentlich nur als Schattenfigur, Nebenfigur auftritt, aber trotzdem natürlich so eine Ursünde deutschen Intellektualismus verkörpert, nur so am Rande. Moskau 37 mit dem Diktator sprechen, den Diktator verherrlichen, mit der Ahnung oder durchaus des Wissens, wieder besseren Wissens. Und welchen Einfluss dieses Buch und dieser Mann und diese Autorität auf die Menschen hatten, die in einer ähnlichen und dann wirklich lebensbedrohlichen Situation sind. Und ich möchte die Parallele jetzt nicht zu groß machen, aber natürlich ist auch das die poetische und politische Situation, in der Peter Handke geschrieben hat und in der ungeheuren Verantwortung, der ist und die er einfach leugnet, sagt, nein, das ist meine Stimme, und er hat einen dogmatischen Subjektivismus, der eben dann politisch gefährlich wird, und das wird hier in diesem Buch nebenbei in dieser Feuchtwanger-Figur dargestellt. Wir fangen jetzt nicht die Handke-Debatte an, aber da ging's. Der Punkt ist, hier geht es darum, dass ein Feuchtwanger sich einem System anschließt, wo er sagt, gezweifelt werden darf nicht mehr. Der Handke hat nie geschrieben, gezweifelt werden an meiner Wahrheit darf nicht mehr. Das hat er in seinem ganzen Leben nicht geschrieben. Und das ist ein entscheidender Unterschied. Der Handke sagt, ich nehme mir das Recht raus, was zu bezweifeln. Und da kann man eher sagen, das ist so irre, wie die Verschwörungstheoretiker in der Graphic Novel, die Sibylle Berg vorgestellt hat. Es ist in manchen Punkten völlig irre und geschmacklos von Handke, dass er sagt, ich zweifle an dieser historischen Wahrheit. So wie es vollkommen geschmacklos und irre ist, wenn man an der Tatsache des Holocaust zweifelt. Aber trotzdem ist dieses Buch hier eine, also es ist, ich habe das gelesen als das hohe Lied auf das Zweifeln dürfen. Ich glaube, darum geht es in dem Buch. Und vielleicht ist es auch kein Zufall, dass Eugen Ruge ein Autor ist, der aus der DDR stammt. Wenn das kein schönes Schlusswort war, weiß ich auch nicht, Herr. Kleine Verzweiflung noch von Frau Berg? Nö, für mich war es schön. Für uns auch. Vielen, vielen Dank, Frau Berg, vor allem für den Besuch und fürs Lesen. Und vielen Dank Ihnen hier bei der Frankfurter Buchmesse. Sie waren ein tolles Publikum.
Ja, yeah, und Sie zu Hause, Ihnen danke ich auch total, dass Sie noch auf sind. Und Sie haben noch 2 Tage lang die großartige Möglichkeit, das hier zu erleben. Die größte Buchmesse der Welt, größte Buchhandlung der Welt. Autoren sind da, Autorinnen und ihre Bücher. Und Sie können mit den Dichtern sprechen. Kommen Sie. Und wir sind nächstes Mal auch wieder zu Hause im Berliner Ensemble. Das ist dann der 6. Dezember. Zu Gast wird sein Matthias Brandt. Ich freue mich sehr. Wer dann nicht zuguckt, ist blöd. Und ja, bis dahin, machen Sie es gut und Kopf hoch.